gehört haben. Ich weiß nicht genau von wo. Nein. Ey, gibt's ja gar nicht. So. Braid. Willkommen im letzten Level. Ich hab dich. Hilfe! Oh, verdammt. Da oben sehen wir die Prinzessin und den irgendeinen bösen Ritter. Und, scheinbar wollen wir abhauen. Mit, Zeitlupeneffekte. Wegen Ruckelns. Okay. So, dann hauen wir mal zusammen ab mit der Prinzessin. Eine Feuerwalze will uns hier ordentlich den Spaß verderben. Oh, verdammt. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Sie hat oben die ganzen Schalter. Oh, verdammt, da bin ich verreckt. Da bin ich etwas zu früh abgesprungen. Ist aber auch knapp bemessen hier. Dennoch sehen wir, es läuft alles noch rückwärts ab. So, die Feuerbälle haben gestoppt. So, rüber, ein bisschen schneller. Wir verlieren wertvolle Zeit. Nope. Auf. Puh. Ah, okay, so geht's auch. Oh, eine Treppe. Na los, geh runter, geh runter. Danke. Okay. Oh, die Mona Lisa oben. Da oben ein Gumba-Plüschtier. Mit einem Stern. Hey, Moonwalk. Gut, das ist jetzt wirklich das Ende von Braid. Wir sehen schon, wir laufen rückwärts. Hoch können wir nicht mehr, leider. Die Mona Lisa hat irgendwie ein komisches Lächeln. Hat die ein Schnurrbart? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir müssen die Zeit zurückspulen. Damit quasi wieder alles vorwärts läuft. Denn das Level gerade lief ja quasi rückwärts. So, da fängt's an. Und ich muss sagen, das Spiel wirft sehr viele Fragen auf. Wir sehen jetzt das Ganze in einer Art Verfolgungsjagd. Gerade haben wir noch mit der Prinzessin uns vorgekämpft. Jetzt spielen sie gegeneinander. Sie wollen sich also gegenseitig ein wenig behindern. Wir sehen also jetzt so Sachen wie zum Beispiel oben hat er jetzt den Schalter gedrückt. Moment, kann ich wieder zurückspulen? Nee, zurückspulen geht leider nicht. Und hat oben den die Plattform nach unten gesenkt. Gerade als wir es erlebt haben, hat sie dadurch die Plattform nach oben bekommen und den Schalter drücken können, dass keine Gumbas mehr spawnen, sag ich mal. Jetzt sieht's so aus, als hätte sie das Gumba-Dingen aufgemacht und wir hätten jetzt den Schalter gedrückt, damit sie nicht mehr weiter kann. Und davon gibt's gleich noch mehr. Wird sie wieder festgehalten. Sie hat die Feuer-Dingens angemacht. Ich lasse es jetzt einfach mal weiterhin unkommentiert.
bis zum Ende. Man sieht übrigens auch nicht mehr die Feuerwalze und auch noch ein paar andere Sachen, die man vorher nicht gesehen hat, sieht man jetzt. So, sie oben ruft jetzt um Hilfe. Der Ritter stampft um Hilfe, sag ich. Also stampft rum, um Aufmerksamkeit zu erregen und nicht um uns unten zu eliminieren. Ruft sie nach unten. Und schafft sie nach oben. Tim will natürlich alles daran setzen, sie zu retten. Und jetzt ist das Schlossding auch weg. Epilog. Das war Braid. Im Übrigen. Wir sehen jetzt noch ein paar Bücher. Geh mal aus. Na, scheiße. Geht gar nicht, oder wie? Also. Die grünen Bücher liefern uns jetzt keine Texte. Aber die roten. Der Junge forderte das Mädchen auf, ihn zu folgen und nahm seine Hand. Er würde sie beschützen, sie würde ihren Weg durch dieses finstere Schloss finden und die Kreatur aus Rauch und Zweifel bekämpfen, um in ein Leben in Freiheit zu kommen. Der Junge wollte sie beschützen. Er hielt ihre Hand oder legte ihr beim Gehen den Arm um die Schulter, damit sie sich in der anonymen Menschenmenge Manhattans behütet und ihm nahe fühlen könnte. Sie kehrten um und gingen zur U-Bahn Station Cannon Street, ich glaube schon, dass das so ausgesprochen wird, wobei er ihnen den Weg durch das Gedränge bahnte. Hier ist übrigens ein versteckter Text. Versteckte Texte, also wir werden jetzt gleich immer noch weiter nach rechts gehen, da gibt es immer wieder mehrere Texte und es gibt immer einen versteckten Text. Den versteckten Text bekommen wir nur, wenn wir versteckt sind als Tim. Kein grünes Buch offen ist und nur das rote Buch offen ist. Dann kommt zum Geräusch. Sein Arm lag schwer auf ihren Schultern, schnürte ihr den Hals ab. Deine lächerlichen Ansprüchen sind mir zu lästig, so, sagte sie. Oder aber du gehst den falschen Weg und ziehst mich mit dir. Was? Zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, sagte sie. Zerr nicht so an meinem Arm, du tust mir weh. Okay. Hier ist wieder so ein versteckter Text. Dazu müssen wir allerdings erstmal... Oh. Das ist das rote Buch öffnen. So, mal lesen. Er arbeitete mit Lineal und Zirkel. Er zog seine Folgerungen und Schlüsse. Akribisch untersuchte er den Fall eines Apfels, die Drehung von Metallkugeln an einer Schnur. Er suchte nach der Prinzessin und würde erst aufhören, wenn er sie gefunden hatte, denn er fand keine Ruhe. Er zerlegte Ratten, um ihre Gehirne zu untersuchen, und implantierte Wolframstäbe in die Schädel verdursteter Affen. So, nochmal zurückspulen. Damit wir auch wieder nach oben kommen. Wie ein Gespenst stand sie vor ihm und schaute ihm in die Augen. Ich bin hier, sagte sie, ich bin hier. Ich möchte dich berühren. Sie flehte, schau mich an. Aber er sah sie nicht. Er war nur in der Lage, das Äußerste der Dinge zu sehen. Okay. Gut, akribisch untersuchte er den Fall eines Apfels, die Drehung mit dem, das kennen wir doch schon. Die Hinweise würden ihn zur Prinzessin führen und ihn ihr Gesicht sehen lassen. Nach einer besonders exzessiven Nacht des Experimentierens kniete er sich immer hinter einen Bunker in der Wüste. Okay, er hielt sich ein Stück Schweißglas vor die Augen und wartete. In diesem Augenblick kam der Lauf der Dinge zum Stillstand. Die Zeit blieb stehen. Der Raum verdichtete sich auf Stecknadelkopfgröße. Es war, als ob
sich die Erde aufgetan und der Himmel geteilt hätte. Ihm war, als hätte er der Geburt der Welt beiwohnen dürfen. Scheinbar irgendein Zitat oder so. Wegen dem Eins da. Wegen dem Eins, ja. Wegen der Eins. In seiner Nähe sagte jemand, es hat funktioniert. Ein anderer sagte, jetzt gehen wir alle als Dreckschweine in die Geschichte ein. So. Moment. Ich muss, glaube ich, Zeit zurückspulen für den Geheimtext. Bis. Nein. Vorspulen. Moment. Das ging noch so, oder nicht? Also hier ist auf jeden Fall der versteckte Text, wo ich hier gerade bin. Nur, wie mache ich das denn nochmal, dass ich nur diesen Text nehme? Nur den roten. Da der jetzt nicht grün ist, ist das irgendwie ein bisschen was anderes. Verdammt. Wenn ich da drüber gehe, öffnet er sich automatisch. Weiß ich gerade nicht. Oder nee, hier war es so. Jetzt muss ich zurückspringen. Okay, Moment. Genau, jetzt hier. Ist aber auch schwer. Groß und majestätisch stand sie da und rief voller Zorn: Wer hat mich gestört? Doch dann verfolgt ihr Groll. Sie spürte die Traurigkeit, die mit all dem verbunden war. Ihr Atem war wie ein Seufzen, wie ein Hauch von Asche, der vom Winde fortgeweht wird. Sie konnte nicht verstehen, warum er sich dafür entschieden hatte, derart mit dem Ende der Welt zu spielen. Moment. Sie konnte nicht verstehen, warum er sich dafür entschied, derart mit dem Ende der Welt zu spielen. Okay, ich habe mir, muss ich ehrlich gestehen, die Texte vorher nicht angesehen. Also, ich habe da nicht wirklich Wert drauf gelegt. Ob ich jetzt...